Goalie Sandro Agricola war nach seiner leichten Gehirnerschütterung aus dem Füssenspiel rechtzeitig wieder fit geworden. Auch der verletzte Kapitän Andreas Mayer und der gesperrte Patrick Geiger standen wieder zur Verfügung. Trainer Rudi Sternkopf konnte also aus dem Vollen schöpfen, hatte aber im Vorfeld eindringlich vor dem Aufsteiger aus der Oberpfalz gewarnt. Seine Jungs hatten aber offenbar nicht richtig zugehört. Die Gäste, die nur Mitaufsteiger Schweinfurt besiegen konnten, gegen die Titelaspiranten Selbe und Peiting aber völlig chancenlos waren, gingen durch einen Shorthander von Michael Kirchberger in Führung. 137 Sekunden waren da vor gut 900 Zuschauern erst gespielt. Hier noch einmal viel Pech für Agricola in dieser Situation. Doch Feier zeigte sich vom Rückstand wenig geschockt. 5 Minuten später das zweite Deggendorfer Powerplay des Abends. Und so sah das schon viel besser aus. Andrew Shembry nutzt schließlich das Gewühl vor dem Gehäuse von Daniel Huber und drückt die Scheibe zum 1:1 Ausgleich über die Linie. Klasse herausgespielt dieser Treffer, da lief die Scheibe wie am Schnürchen. Damit alles wieder auf Anfang. Sternkopf hätte gerne aber schnell ein zweites Tor gehabt. Bekam er aber nicht. Im Gegenteil, die Gäste waren in der Folge deutlich näher dran an der erneuten Führung. Viel Diskussionsbedarf auf der Deggendorfer Bank, nicht nur nach der Chance von Anton Pertl. Auch das verletzungsbedingte Ausscheiden von Benjamin Frank nach einem unglücklichen Zweikampf sorgte für ernste Mienen bei Fire. Irgendwie war im Angriffsspiel der Hausherren total der Wurm drin. Bezeichnende Szene hier aus der Endphase des ersten Drittels. Feier vorne zu ungenau, ruckzuck geht schnörkellos in die andere Richtung. Die Blue Devils hier höllisch gefährlich. Das 1:1 nach 20 Minuten durchaus als glücklich zu bezeichnen. Im Mittelabschnitt war es aber vorbei mit Glück. Weiden machte jetzt ernst und ging in der 27. Minute erneut in Führung. Thomas Schreier erzielt das 2:1, allerdings dank gütiger Mithilfe der Feier-Defensive. Die präsentierte sich nämlich zum einen ziemlich desorientiert, zum anderen fällt Stand Nico Wolfgramm auch noch unglücklich ins eigene Tor ab. Auch danach kein Aufbäumen der Hausherren in Sicht. Weiden beherrschte das Spielgeschehen fast nach Belieben und Feier konnte sich bei Agricola bedanken, der nach dem Foul an Felix Köbele den anschließenden Penalty des Gästespielers entschärfte. Aufgeschoben war in dem Fall aber nicht aufgehoben. Köbele bekommt in der 36. Minute gerade von der Strafbank kommend quasi wieder eine Penaltysituation serviert und diesmal macht er es besser. Goalie Agricola konnte einem wirklich leid tun. Regelmäßig wurde er von seinen Vorderleuten schmählich im Stich gelassen und irgendwann kann dann auch der beste Schlussmann nichts mehr retten. Doch mit diesem 3:1 war es immer noch nicht genug. Das folgende dann übrigens resultierend aus dieser Szene hier. Bei Agricola saß der Frust offenbar tief, kleine Nettigkeit gegen Köbele und dann geht's richtig rund. Deggendorfs Goalie und Köbele bekamen jeweils 2 Minuten. Geiger, der seinen Torhüter verteidigte, sogar 2+2 Minuten aufgebrummt. Weiden also nun 4 Minuten in Überzahl und sie ahnen es schon mit der Entscheidung. Und jetzt aufgepasst, dieses 4:1 von Marcel Waldowski sagt alles über diesen Abend aus. Pleiten, Pech und Pannen bei Deggendorf Feier. Der Treffer zu einem Überfluss 10 Sekunden vor Drittelende. Da fällt einem wirklich nichts mehr ein. Und falls es noch eines weiteren Beweises bedarf, damit klar wird, dass es für Feier ein gebrauchter Abend war, bitteschön. Die letzte, leider unschöne Szene der Partie gehörte dann wieder den Gästen. 45 Sekunden vor dem Ende kassiert Jirschi Rizzuk noch eine Spieldauerstrafe wegen hohen Stocks gegen Daniel Möhle. An der völlig verdienten 1:4 Niederlage von Feier änderte das aber auch nichts mehr. Das Fazit von Sternkopf deshalb kurz und treffend. Ja, wir haben heute gegen einen Gegner gespielt, der defensiv sehr gut gestanden ist. Im Gegensatz dazu haben wir defensiv zu wenig getan. Wir haben zu viele Zweikämpfe verloren. Und die Chancen, die wir gehabt haben, die haben wir nicht verwertet. Und das war der Grund, warum wir verloren haben. Am Sonntag wurde es aber leider auch nicht besser. Feier unterlag in Klostersee mit 3:6 und ist jetzt sogar Tabellenletzter.